Und willkommen zu meinem neuen Vlog. Heute ist mein erster Schultag. Ich bin schon mega aufgeregt. Hier ist meine Schultasche, die ist neu von Gymshark. Meine Flasche. Und ich weiß gar nicht genau, was ich brauche. Also ich habe jetzt hier so einen Ordner und mein Mäppchen. Und dann nehme ich noch mein iPad mit. Und weil ich danach direkt Training habe, nehme ich auch noch eine Sporttasche mit. Da habe ich Sportklamotten drin. Mache ich noch meine normalen Sportschuhe rein und meine Laufschuhe. So Leute, das ist mein Outfit of the Day. Ich packe noch Lipgloss und meine Bürste ein, ganz wichtig. Gleich holt mich eine aus meinem Laufteam ab mit ihrem Auto. Und dann fahren wir zu Starbucks erstmal und treffen uns dort den anderen Senior Girls. Und this is the health class, and now we just took a tour. I am having body mechanics, and you have? Yep, I have current events. So we have lunch now. Yep. And yeah, we packed around. How did you like the first day? Yeah. Yeah. It's bigger. I'm having fun. Hi. 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 We're in Spanish class right now, but our teacher isn't here, so we're just chilling. Yes. Yeah. We're not gonna be here for like a week or something. Yeah, I think it's coming on like the 16th. So school day is done, and now we're gonna change and then have cross country practice. Started looking for where it could be. I ran from kisses in the third grade. Dated a girl in middle school for 10 days. I thought it would never come my way. But I found love. Hi Leute, wir haben jetzt schon den nächsten Tag und ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich muss gleich wieder in die Schule. Aber ich wollte euch nochmal kurz erzählen, wie der erste Schultag denn so war. Und zwar wurde ich erstmal um 7.15 Uhr abgeholt von einer aus meinem Laufteam, die auch ein Senior ist. Und dann bin ich mit fast einem Senior-Mädchen erstmal zu Starbucks. Alle haben Kaffee getrunken. Ich mag keinen Kaffee. Deswegen habe ich mir so Chai-Latte geholt. Und es war echt lecker. Dann sind wir auch schon zur Schule, weil wir hatten nicht so viel Zeit. Da habe ich dann meinen Locker gefunden erstmal und da meine Sachen reingemacht. Und dann in der ersten Stunde hatte ich Health. Aber dann waren so Freshman Orientation Days. Ich bin zwar kein Freshman, aber als Austauschschüler, wir sind insgesamt 3 auf der Schule, wurde angeboten, dass wir da auch mitmachen. Und da haben wir da mitgemacht. Das waren dann die ersten 4 Stunden. Das waren einfach ein paar Spiele und so. War ganz witzig. Und dann in der 5. Stunde hatte ich Body Mechanics. Das ist so Gewichte heben und so. Und wir haben erstmal unsere Muskeln so aktiviert. Ich wollte so meine Arme ausstrecken. Dann hat er so meinen Arm runtergedrückt. Und es war irgendwie so labbrig anscheinend. Und dann sollte ich irgendwie so machen. Und dann hat er nochmal runtergedrückt. Und dann war ich irgendwie stärker. Keine Ahnung. Dann hatte ich HS Seminar. Das ist einfach so eine Stunde, wo man eigentlich Hausaufgaben macht. Ja, das war dann eine halbe Stunde. Danach hatte ich Chor. Das war auf jeden Fall interessant. Also es haben einfach alle angefangen zu singen auf einmal. Und ich dachte mir so, was singt ihr? Ich kenne den Text gar nicht. Aber ja, dann haben wir den Text auch bekommen. Und dann haben wir herausgefunden, welche Stimmlage wir sind. Und ich bin irgendwie höher. Dann hatte ich noch Spanisch, aber unser Lehrer war nicht da. Jedenfalls war das mein erster Schultag. Und dann hatte ich bis 12:45 Uhr Schule und dann um 3.30 Uhr hatte ich Training bis 6 Uhr abends. Dann war ich um 7 Uhr zu Hause
Und das ist jeden Tag so. Also jedenfalls war das mein Schultag. Ist auf jeden Fall sehr anstrengend und auch ganz anders als das, was ich kenne. Aber ich bin jetzt schon im dritten Tag. Heute haben wir Fototag. Ich hatte gestern das erste Mal Multimedia. Und dafür machen wir heute, also das ist so das Schul-TV und das Jahrbuch. Und dafür machen wir heute so ein Intro. Ich bin mal gespannt. Außerdem habe ich gestern vorgesprochen für das Theaterstück. Also war bei der Audition. Und ja, heute ist, glaube ich, nochmal Audition. Da gehe ich dann nochmal hin. Und ich glaube, ich berichte euch dann auch nochmal, wie das so war. Ich bin jetzt zurück von der Schule und dachte, ich gebe euch nochmal ein kleines Update. Also das mit dem Chor wird leider nichts. Also ich habe die Audition gemacht und alles und habe auch einen Part bekommen. Den Kopf und dann noch eine Rolle. Habe ich gerade vergessen. Und die Leiche. Und ich habe mich voll drauf gefreut, weil ich hätte das sogar hinbekommen mit zur Probe gehen und dann zum Training. Aber da, wo die Aufführung ist, habe ich auch einen Wettkampf. Das heißt, ich kann nicht mitmachen. Worüber ich sehr traurig bin. Tage sind auf jeden Fall aufregend und die Klassen sind auch die meisten, machen einfach Spaß. Aber der Tag ist auch so anstrengend, weil es halt jeden Tag, ich bin jeden Tag von 7 Uhr bis mindestens 6 Uhr abends in der Schule. Und in Deutschland war ich halt nie so lange in der Schule. Mathe fällt mir noch ein bisschen schwer, aber ich hoffe, das wird noch. Dann in Multimedia drehen wir eigentlich nur so Videos. Crafts haben wir eigentlich nur gemalt. Body Mechanics heben wir so Gewichte. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, weil mir tut irgendwie alles ein bisschen so weh. Aber ich glaube, das ist normal. Chor, das macht Spaß. Und Spanisch, wo wir noch keinen Lehrer haben. Deswegen ist es eigentlich ganz entspannt. Das war auf jeden Fall mein erster Schultag-Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Vlogs von mir haben wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bye!